War genau deine Frage. Deine Frage lautete, dass du gerne mit Trinken aufhören würdest, weil wenn du unter Menschen gehst, dann geht das halt zeitlang, aber nach ein paar Stunden eben verspürst du sozusagen ja, diesen Verlangen nach Alkohol und damit tust du ja normalerweise deine Anspannung eben auch lösen. Oder löschen, schon wortwörtlich. Und du möchtest es halt gerne eben aufhören. Und deine Frage lautete, naja, wie kannst du das eben ändern? Weil diese Thematik so komplex und auch spannend ist. Und unter uns, die ja an komplexe posttraumatische Belastungsstörung leiden, sehr häufig vorkommt, hätte ich gute Inspiration für dich, die dir höchstwahrscheinlich eine Erleichterung verspüren lassen. Mein erster Impuls wäre auch nochmal zu sortieren aus meiner Sicht, dass diese Zustände Anspannung, Konzentrationsverlust und Analyse vom Gegenüber, aus welchen deine Beschwerden eigentlich kommen. Du hast ja berichtet, dass du sowohl an Depressionen als auch Angstzustände und ja, posttraumatische Belastungsstörung, also Persönlichkeitsstörung leidest. Und Anspannung, also all diese drei Zustände sozusagen, können natürlich durch Überflutung von Stresshormone verursacht werden. Also wenn ich einen akuten Dauerstress, zum Beispiel durch Angst, und das hast du ja beschrieben, dass du eben seit deinem dritten Lebensjahr ja, körperlich misshandelt worden bist und dass du ständig Angst hattest vor deiner Mama. Das lässt ja einiges erklären. Wenn man auch bedenkt, dass rein aus Entwicklungspsychologie-Sicht unsere emotionale Muster und unsere emotionale Strukturen gerade ab dem Lebensjahr, also mit 3 und 4 fangen wir an, diese zu entwickeln. Und dass du dort gerade in diesen Lebensphase ja, viel erlebt hattest, dann lässt sich ja deine Angst auch, welche ja bis heute eben in Angststörung und vielleicht auch ja, soziale Ängste mündete, herrühren. Und man muss bedenken, dass wenn man in diesem kleinen Kleinkindalter diese Emotionen schon angelegt hatte und konditioniert wurde, dass man als Selbstschutz sozusagen diese Angst und diese ständige ja, achtsam sein und beobachten und gucken, was die anderen machen, damit ich ja nichts falsch mache und nicht wieder ein Prügel abbekomme, dass es ja schon so lange her ist und so ich sag mal, so früh diese Reaktion und diese emotionale Konditionierung erfolgte und höchstwahrscheinlich in tieferen Gehirnregionen als wo zum Beispiel die Denkmuster dann sozusagen abgelegt sind, dann müssen wir verstehen, dass diese Konditionierung auch einen recht langen Prozess ja erfordert, damit es aufzulösen ist. Das ist eben mein erster Impuls. Zweiter Impuls wäre, dass du schreibst, ja, zu entspannen benötigst du Alkohol. Also, dass man aus einer Anspannung, ob das jetzt durch eben Angst ist oder ja, Wut, also wir haben ja beide diese Gefühle sind oder Emotionen sind, gehören zu unseren Grundemotionen. Und beide diese Emotionen können eben auch ja, Anspannung erzeugen. Ne? Und ist aber uns nicht angelegt, dass wir das mit Alkohol betäuben. Und sondern die Anspannung wird durch unser im Normalfall gesund entwickelte Beruhigungssystem eben abgebaut und aufgelöst. Und die Aufgabe besteht jetzt darin für dich, dass du ganz andere Strategien entwickelst als jene, die du ja eben als Kleinkind angelegt hast. Und wenn diese Anspannungen kommen, dass du durch Selbstregulation eben das in der Hand hast und du selbst das dann steuern kannst, dass du bei dir bleibst, dass du
eben diese Anspannung transformieren kannst in eine Entspannung und auch diese Angst legt sich, weil ich weiß, dass dein Nervensystem konditioniert ist und deshalb verspürst du das dann auch so intensiv. Aber diese Angst ist heute nicht mehr da. Und wenn du diese Angst aber heute vielleicht schaffst, zum Umarmen und sagst du, hey, diese Angst, also lieben Dank, du hast ja eigentlich mein Leben gerettet und du hast mir dabei geholfen, diese harte Zeit und ganz viele Jahre neben meiner Mama zu überleben und du diese Angst eigentlich dann ja, annehmen kannst und du sagen kannst, du bist etwas Gutes für mich, du hast mich geschützt und du warst für mich da, dann kannst du aber vielleicht auch irgendwann zu dieser Angst sagen, und jetzt ist gut, weil du brauchst diese Angst nicht mehr und lieben Dank, dass da war und es ist auch ja, nicht schlecht, wenn noch bleibt, im Sinne, geht vielleicht am Winterschlaf zu machen und wenn ähnliche Situationen, aber wirklich adäquat ähnliche Situationen kämen, dass ja diese Angst dann für dich wieder einspringt. Aber jetzt kann sich ein wenig schlafen legen. Also das heißt, dass du diese Angst nicht verbannst und auch nicht irgendwie ja, versuchst eben zu betäuben, weil durch Alkohol passiert ja genau das, sondern du sagst, dass diese Angst ein lebensrettende Funktion für dich war, ein Selbstschutz. Und Alkohol ist nicht die Lösung, sondern dieser Alkohol muss halt mit etwas anderem ersetzt werden. Das ist die Aufgabe. Kannst du dir überlegen, ja, wie, genau, die Frage kannst du dir vielleicht beantworten. Was hält mich davor ab, dass ich anstelle Alkohol eine Apfelsaftschorle trinke? Überleg dir das mal genau und kannst du aufschreiben. Ja, also gutes Gelingen. Ich hoffe, dass dir ein paar Inspiration geben konnte. Tschüss!